Ja, willkommen auf dem YouTube-Kanal von Permanent Consulting. Mein Name ist Dirk Lin und heute möchte ich über das Thema Führung sprechen. Führung ist eigentlich ganz einfach. Aus den Lehrbüchern kennen wir es vor 30, 40, 50 Jahren. Eine Führungskraft ist den Menschen vorgesetzt, ein Vorgesetzter, der sagt, hier geht's lang, das sind die Ziele, das hast du genauso zu machen, also geh, spring. Ist natürlich sehr attraktiv, weil die Führungskräfte von früher mehr Geld verdient haben, eine höhere Reputation hatten, Status hatten, einen Dienstwagen hatten, viele andere Dinge. Also ist es attraktiv, einfach nicht mehr im Tagesgeschäft zu arbeiten, sondern Menschen zu führen und somit sich selbst zu verwirklichen. Die Zeiten haben sich aber radikal geändert. Das ist die schlechte Nachricht. Die Führung, die wir heute brauchen, die mit der neuen Generation von Menschen, die eine ganz andere Erziehung genossen haben, umgeht, muss ein ganz anderes Mindset haben wie früher. Wir suchen auch übrigens andere Menschen. Ja, die Deutschen haben sich ja von einer Industrienation eher in eine serviceorientierte Nation, Dienstleistungen, Wissensmanagement und Wissenskultur umgewandelt. Das heißt, unsere Menschen sind viel mündiger. Wir haben ein sehr gutes Bildungssystem, wenn es manchmal auch mit PISA und Co. gar nicht so aussieht. Aber wir haben eine hohe Mündigkeit und wir haben andere Menschen, als wir die noch vor 30, 40 Jahren hatten. Früher hatten wir vielleicht nach Fleiß, nach Sorgfalt, nach Qualität, nach Intelligenz gesucht. Heute sind Werte wie Kreativität, Initiative, Leidenschaft, Empathie viel wichtiger. Und das wird die Führungskraft natürlich auch ganz klar zu spüren bekommen. Heute kann ich nicht mehr diese Top-Down-Ziele nehmen und sagen, einmal im Jahr Mitarbeitergespräch und das geht dahin. Dafür ist die Geschwindigkeit der Gesellschaft viel zu schnell und die Innovationen, die sind in Zeiten der Agilität, wo wir Sprints über 2-3 Wochen haben, um dann neue Features zu entwickeln, kann ich mit Jahreszielen gar nicht mehr arbeiten. Das ist old-fashioned. Es gibt immer noch Unternehmen, die brauchen das, weil man eine hohe Stetigkeit drin hat. Aber in vielen Bereichen will ich ja eine schnell drehende, autarke Teamstruktur aufbauen. Und die Führungskraft dort ist nicht mehr der Leader, der sagt, hier geht's lang, sondern die Führungskraft von heute ist eher der Moderator, der Coach, der praktisch den gesamten Rücken frei hält dem Team. Aber die Entscheidungen werden im Team getroffen, dadurch werden die auch akzeptiert. Und auch Ziele sollen sie nicht mehr als Führungskraft sagen, sondern sie sollen den Sinn der Arbeit vermitteln, warum wir das machen, nicht das Wie und das Was. Das wissen die meisten besser. Früher hatten wir leider so geführt, dass wir gesagt haben, genau so muss es machen. Das ist diese Checkliste. Und heute wundern wir uns, warum die Kreativität darunter gelitten hat. Also die Menschen wollen auch was anderes tun und geben sie aber auch diese Konsequenzen zurück. Die Entscheidungen werden im Team getroffen. Und wenn ich mich für etwas entscheide, muss ich für meine Konsequenz auch einstehen. Ja, das hat eine Führungskraft oft dann weggenommen, indem man sagt, du kannst das nicht, ich übernehme das und delegiere das weiter. Das ist nicht mehr der Stil der Führung heute, sondern die Teams brauchen eine Autonomie, die brauchen ein Vertrauen von ihnen und sie müssen als Führungskraft die Teams einfach, wie soll ich sagen, dahin begünstigen, ihren Job zu tun. Weil die Teams meistens auch dem Kunden zuarbeiten, ihrem Kunden und deswegen brauchen sie neue Methoden. Ja, und wir haben natürlich auch virtuelle Methoden entwickelt. Ja, die Digitalisierung hat ja unsere komplette Welt verändert und auch die Führung wird die Digitalisierung verändern. Sie haben mit Facebook, mit Twitter, mit allen Netzwerken, man sieht es ja bei Trump, was er bei Twitter für eine Macht bekommt und neue Methoden, um viele Dinge einfach zu übergehen, werden sie natürlich auch im Bereich des Social Networking auch komplett neue Strukturen haben. Insights werden nach außen getragen und jetzt liegt es an ihnen, auch solche Methoden zu verwenden. Die Teams sind oft auch nicht mal ganz lokal zusammen in einem gleichen Raum, im gleichen Gebäude, sondern weltweit verteilt, vielleicht sogar mehrsprachig. Und daran orientiert sich dieses neue Führungsbild, das wir mit der Applikation ZEST, die Sie bei uns auch kennenlernen dürfen, unter zestmeup.com, können Sie auch das mal testen, wie wir die neue Führung verstehen. Ich brauche eine Wetterlage der verschiedenen Teams. Ich muss gucken, wie die Stimmungen dort sind. Ich brauche einen Ideen-Input von denen. Ich brauche ein Feedback. Ich brauche vielleicht ein anderes Belobigungssystem, dass man auch virtuell mein Lob aussprechen kann. Und ich brauche immer klares Feedback der Teams und die Stimmungslagen der Teams. Und genau daran wendet sich ZEST. Ja, diese neue Kultur, die wir jetzt haben, fordert natürlich auch ganz andere Instrumente. Dieses jährliche Mitarbeitergespräch ist eigentlich passé. Ja, die Mitarbeiter sind viel autarker geworden, sie möchten selbst ihre eigenen Ideen reinbringen, sie möchten auch ihre Ziele selbst definieren. Und dieser Top-Down-Ansatz, den wir früher hatten, dass man sagt, ich kann das Ziel nicht erreichen, weil das ist eigentlich durch, sondern die Mitarbeiter wissen eigentlich ganz genau, wo es hingeht, wenn sie als Führungskraft das Ziel gut beschrieben haben. Der Weg dorthin hat aber der Mitarbeiter in der Hand und deswegen können die Ziele ja vom Mitarbeiter definiert werden. Und in der Applikation ZEST
können Sie den Mitarbeitern genau das geben? Was sind deine Ziele vielleicht für diesen Monat, für das Vierteljahr, für das halbe Jahr oder auch langfristige Ziele, die man immer wieder in kleinen Reviews, nennt man Check-ins bei uns, mit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter in einem Gespräch, das vielleicht alle Woche stattfinden kann, 5 Minuten, 10 Minuten, Wetterlage checken, ist alles in Ordnung bei dir und das war's. Lassen Sie die Teams arbeiten, die machen so ihren Job, aber Sie brauchen trotzdem Instrumente, dass die Teams interagieren können, dass Sie von außen eine Wetterlage erkennen, dass Sie Stimmungsbilder erkennen, dass Sie das Unternehmensklima sehen, dass Sie ein Instant Feedback bekommen. Und wenn Sie darauf Lust haben, mehr zu erfahren, dann sprechen Sie uns an. Wir sind der deutsche Partner für CEST. Und wir haben viele Erfolge dort in CES, zum Beispiel bei Ernst & Young, die das in mehreren Ländern schon einsetzen. Decathlon kennen Sie möglicherweise schon von diesen Wurfzelten oder auch die Heilsarmee in Frankreich setzt das System ein. Selbst dort ist die Führung 2.0 oder vielleicht sogar 4.0 mittlerweile angekommen. Ihr Dirk Lin von Permanent und ich freue mich auf Ihren Kontakt. Machen Sie es gut. Bis dahin.